Die sind schon losmarschiert. Ah, machen eine Runde. Meiner ist da. Hast du die Willis gesehen? Der ist ja auch krass. Naja. Ja. Im Prinzip das Gegenstück dazu. Nur, den haben sie gleich noch mit Granaten und in Uniform. Wer muss wohl die Wehrmachtsfraktion hier bei uns aus Bunkern nicht da ist, wisst ihr? Ist das tatsächlich?
stammt ja auch aus derselben Zeit. Ja, ja, das ist klar. Also, vom 69er, ja. Und den M1 und ja. Das sind ja viele, das ist ja auch ein Ami-Motor eigentlich. Das ist irgendwie der erste Moskvitch, das war ja original Opel. Genau. Der Motor aus Aber das war Beutejut. Und ja, die haben ja das mitgenommen, auch die Motorräder von Berlin, die haben ja das ganze Werk mitgenommen. Ja. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass er... Also, ich wäre sonst, wenn ich dich gefragt hätte, wobei ich sage, da hat jemand das gut geschmeckt, doch was ich sage. Weißt du, wie ich auf das Auto gekommen bin? Den habe ich mal im Film gesehen. Weil gedacht, haben die Russen jetzt einen halben Willis und irgendwas selber zusammengeschweißt. Und dann habe ich den gesehen, habe ich im Internet und habe gesagt, ey, das Ding musst du haben. Halt es fest. Was? Halt es fest, lass dir das nicht abnutzen. Nee. Das kriegst du nicht wieder. Hey, ja, kriegst du eine neue Frau. Die kommt für auch jemals. Das ist ja Musik. 3,2 Liter Flette. Wie viel PS? PS hat er 54. Der will sich überall durch. So, wisst ihr, jetzt fahren wir mal vor zum... Weil mein Kumpel hat gerade angerufen. Hör mal. Der Tacho geht nicht, brauchst du nicht aufhalten. Da ist keine Welle drin. Jetzt hier eine vorgeschriebene Fahrtrichtung. Machen wir mal den ersten drin.
gerade auf Schützensee gefahren damit. Thank you.